Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge auf der Riesenbeck. Das Feld haben wir endlich geschafft. Die letzten 7000 Liter Weizen gehen erstmals ins Silo. Was ich mir schon überlegt habe, eigentlich, wenn wir gleich nochmal gucken, was alles im Silo drin ist, was wir noch so verkaufen können. Jetzt haben wir ja auch eigentlich gut gesammelt jetzt. Ich weiß gar nicht, ob noch was drin war im Silo eigentlich. Gehen wir gleich mal gucken. So, gib mal erstmal aus und dann. So, Gerste haben wir noch. Das ist eigentlich nur noch Gerste und Weizen. Natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber ja, mal gucken. Nehmen wir erstmal die Gerste. So. Gucken wir mal, Gerste. Ja, schicken wir uns mal Reifeisen. Verkaufsstellen. Reifeisen, da haben wir so. Ich bin jetzt, glaube ich, zu. Bin jetzt hier verkehrt und mal drauf gefahren. So, jetzt müssen wir aber einen Weg. Weg hat er, wunderbar. So, wir wollen mal den Drescher wegbringen. Und den können wir gleich anfangen. Oh, das war zu weit. Erst wackelt unter Luft. Da fährt auch der Kollege schon. Achso, ja. Ich vergesse es immer wieder. Das geht ja nicht. So, der ist auch drin. Dann auf zum Hof. Zum Glück ist alles noch nicht so weit weg. So, dann können wir das Stroh einsammeln. Dem fehlt wirklich nur noch die Silage. Ah, da kann sich gleich der Kollege drum kümmern. Wenn wir den Find nehmen und werden auf Feld 12. Ja, wir machen Feld 12 und 12. Feld 12 und Feld 11 machen wir meist auf. Dann können wir bei Beden auf jeden Fall Silage draus machen. Dann dürfte das auch erstmal genug sein zum Anfang. Ja, mit der neuen Version der Riesenbeck wird es ja ein bisschen noch dauern. Ich habe im Forum gelesen, dass die jetzt auch für Mais Plus und für das andere, ich komme gerade nicht auf den Namen, Forage. Ja, aber eben von dem Modder Alien, der Alien Paul und Modell Escher, dass das da ist, jetzt noch vorbereitet wird. Und dann muss ja wieder in dem Motor eingesendet werden. Also kann das bestimmt noch ein bisschen dauern. So. Den nicht. Den. Müssen wir natürlich auch erstmal betanken alles noch.
Ah ne, das habe ich da hinten gestellt, genau. Das habe ich hier vorne reingestellt. So. Schließ mal an. Komm mal runter da. Ne? Hat der keine Schläuche und so? Hm. Okay. Lässt sich auch so hochfahren. Dünger können wir reinmachen. Das ist schon mal sehr schön. Den haben wir, glaube ich, hier zu stehen. Oder? Ah, nee, halt. Zu weit gefahren. Haben wir den Dünger hier hingestellt? Nicht. Das hier war Saatgut. Das können wir auf jeden Fall befüllen. Aber ich habe doch auch... Mal ganz kurz. Doch. Das ist für mein Saatgut. Hm. Ach so. Ach, der ist ja schon fertig. Müssen wir jetzt mal gucken. Können wir ja auch nochmal mal aufklappen? Nee. Doch, da jetzt. Da steht befüllen. Sehr schön. Machen wir den kurz aus. Steht der Kollege schon da? Wunderbar. Den einmal wieder zurück. Zum... Nee, nicht Stroh abladen. Silo beladen. 10.000 haben wir nicht haben, ja. Wir natürlich jetzt noch einen Anhänger voll kriegen. Ja, wir haben bestimmt keinen ganzen Anhänger. Ganz, ganz voll wird er nicht. So. Den kann er loslegen, ja. Den nehmen wir. 2,7. Lassen wir. Ja, dann machen wir 4-mal Vorgewinde gegen den Uhrzeigersinn. Weich ist okay. Klar, Abbieter, der Peter. So. So, dann können wir mit denen losfahren. Einmal rüber, Stroh holen. Einmal mal gucken, irgendwie. Ich hoffe, dass der Raps halbwegs okay ist mit dem Preis. Mehr Durchdrehreifen, der links. Wieso hat der? Der fährt aber ganz schön am Rand. Hat Crossplay noch nicht ganz so sauber gearbeitet. Naja, wird schon. Wichtig ist, dass du an den Bäumen vorbeikommst. Jetzt bleibt natürlich durch mit den Helfer bleiben die Autos stehen. Ah. So, gucken wir mal. Alles klar, angeschmissen und ab geht er. Sehr schön, läuft, läuft. So muss es sein. Müsste sich ja gleich der andere Kollege wieder melden.
dass er angekommen ist. Ah, der macht immer so eine kleine Rundreise auf dem Hof. Das finde ich mal lustig so, wenn der Helfer da auf dem Feld fährt, dann bleiben die Autos alle immer stehen. Bei mir nicht. Bei mir fahren sie munter weiter. Sehr nett. Aber ich muss wirklich sagen, es ist wirklich eine sehr schöne Map. Ich bin gespannt, was beim Update noch so kommt. Wenn ich das recht mitbekommen habe, hat er jetzt doch noch einen Schafhof auf der Map verbaut. Platz 2 auf jeden Fall noch, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da noch ein anderer Hof kommt. Aber er hat mit drauf gebaut. Los, der ist immer noch nicht da, was? Oh, wenn man vom Teufel spricht, da ist er. So, dann gucken wir mal, ja, wir warten mal ganz kurz. Noch passt das alles. Ich bin aber gespannt, wie weit der Tank reicht. Was ist denn eigentlich? Ach, der steht da unten. Na. Da müssen wir auch mal hingucken. Oder fährt er weiter? Nee. Er steht. Den gucken wir mal kurz dahin. Ja, durch den Reifen. Jetzt fährst du los aus. Blöd, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und wie sieht es mit dem Tank aus? Ja. 71% noch. Bin ich mal gespannt, wie oft wir da nachfüllen dürfen. So. Ja, ein Stück musst du noch. So, Dünger? Nee, Dünger wollte ich nicht. Ah, fast voll. So, hat sich jetzt beim Preis an was getan? Jupp. Boah. Jetzt auf 800 gesprungen. Nicht schlecht. War ja hier bei mir, glaube ich. Ja, Anteil. Dann fahren wir dahin. Ich werde noch meinen Tank hier füllen. Bin ja so gut wie. Hey. Shit. Kleiner Fehler. Falsch runter gemacht. So müsste jetzt eigentlich das dritte Vorgewende sein, oder? Oder war es jetzt das zweite erst? So, jetzt holen wir uns noch schneller die Bahn, die wir da oben vergessen haben. Dann fahren wir rüber, die erste Ladung rüberbringen. Ich hätte eigentlich noch eine zweite Zufahrt hier machen müssen. Das Strom hin. Hier hinten. Ja, da. An dem zweiten. Im letzten kommt dann die Silage. Gucken, wie lange es noch dauert.
Würde mich nicht stören, wenn es ein bisschen länger dauert, weil dann könnte ich noch erstmal den Raps runterholen. Damit ein bisschen Geld verdienen, damit ich mir dann auch einen Häcksler zur Miete leisten kann. Ich habe erst an den Häcksler gedacht mit dem Dings, mit dem. Ach, schlag mich tot, mit dem Bunker hinten an. Von dem Modder Lunchbox. Den habe ich ja mit drauf, aber ich glaube, den kann ich mir zur Miete noch nicht leisten. Ist aber für einen Singleplayer eigentlich optimal, weil man braucht nicht die ganze Zeit nebenher fahren. Der hat einen Ladetank von 40.000 Liter. Das ist natürlich für einen Singleplayer, sag ich mal, optimal zum Häckseln. Kann ja mal ganz kurz reingucken, was der zur Miete kostet. So, da ist das schöne Ding. Der kostet 33.000. Aber der ist wirklich gut gemacht, also. Ja, kannst auch Glasfarben nehmen. Also, das waren die Räder. Achso, Dings gibt es gar nicht. Als Hauptfarbe. Doch hier oben klar so. Ah, hier rot. Boah, sehr kräftiges Rot. Dunkelrot. Also auf jeden Fall, also. Das ist auf jeden Fall ein sehr geiles Gerät. Noch oh, hier oben mit Bandlauf. Die Version kannte ich noch gar nicht. Das ist ja auch nicht schlecht. Der ist wirklich gut. Aber 33.000, ob wir da hinkommen. Ich glaube nicht. So, ich guck mal noch schnell, ob unser Kollege wieder angekommen ist. Beim Verkauf, weil wir haben eigentlich schon so gut wie das Ende der Folge erreicht. So, er ist angekommen. Dann nochmal hier ein bisschen Geld verdienen. Gucken, was kommt bei raus. Nochmal 10.000. Oh, 11.000, das ist auch nicht schlecht. Das ist gut. Passt. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da. Würde mich natürlich sehr freuen. Auch gerne einen Kommentar. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentar reinschreiben, würdet ihr das Geld ausgeben für den großen Häcksler? Oder lieber doch einen kleineren Häcksler mit weniger Mietkosten? Ja, schreibt gerne mal rein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, reinjahren und abgeklatscht. Tschüss.